Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, der Red Wolf. Wenn ihr aufmerksam die letzten paar Male zugehört habt, dann wisst ihr ungefähr, wo wir sind. Ich will nur hier den Sound wieder hochstellen. Genau. Genau, wir befinden uns bei unserer Monsterfalle oder bei unserem Zombie-Spawner. Ich habe ein wenig XP gesammelt seit dem letzten Mal. Ich war auch ein wenig farmen und habe unter anderem ein paar mehr Diamanten gefunden und noch ein bisschen mehr Zeug und bin eigentlich gerade dabei, unsere Monsterfalle ein wenig aufzubauen. Und da ich mir dachte, bevor ich das alleine mache, hole ich euch mit dazu. Ich kann euch gleich schon mal zeigen, wo wir sind. Ah, das war keine gute Idee. Machen wir das so. Hopp, wunderbar. Da ich noch keine Slimes gefunden habe, beschränkt sich die Monsterfalle im Moment erstmal nur auf Pistons. Genau, das Problem, was ich hatte, ist, dass ich eine sehr hohe Anzahl an Schwertverbrauch hatte, um hier XP zu farmen. Und da habe ich mir gedacht, erweitere ich das Ganze nochmal ein wenig. Und zwar wie folgt. Ich habe hier jetzt Pistons und habe diesen Gang, wo die Monster dann zu mir geschwemmt werden, noch ein wenig vergrößert. Prinzipiell wäre das, Monster kommt an, fällt hier rein. Hier sind entsprechend Blöcke vor. Ich klicke jetzt erstmal nur einen dahin. Monster kommt an. Dann kommt dahinter noch eine Glock. Hier kommt auch noch Stein rein. Die Monster werden durch diesen Block gecrushed für einige Sekunden, so dass ich danach einfach nur noch mit der Faust oder mit einem Stein da draufhauen muss und sie dann kaputt gehen, was mir jede Menge Schwerter erspart. Ich glaube, ich habe schon ja, fast einen halben Stack von den Steinschwertern durchgehauen, was wir natürlich nicht wollen. Genau, und jetzt zeige ich euch, wie dieses Extenden funktioniert. Dazu machen wir hier mal ab. Genau, so. Und zwar ist dort hinter diesem Block, ist unser Schalter, unser Hebel, der genau das hier anpowert. Wir gehen dann hier rüber zu unserem Redstone. Eine Redstone-Torch, einen Inverter, der unseren Schalter nochmal invertiert. Da das alles nachher mit einem Button und ich komme nicht drauf, einer Clock funktionieren soll. Hier hinten haben wir den Power-Mechanismus für unsere Pistons. Ich will gerade nochmal was schauen. Nein, das geht nicht gut. Und zwar muss das so sein. Ah, verdammt, jetzt komme ich da hinten nicht dran. Hopp, so. Und zwar jetzt hier nochmal. Feuern wir damit beide Pistons an, indem wir das Signal vom Redstone invertieren. Hier vorne, die beiden werden invertiert durch diesen Block und powern damit diese beiden Pistons, weil wir die unteren Pistons mit einem Block nach oben und einen Block schräg drüber anpowern können. Und ja, das dazu. So wäre das. Das heißt, anstatt diesen Mechanismus, der einfach jetzt im Moment an unseren Hebel rangeht, würden wir hier später. Würden wir hier später noch eine Glock drin haben, die ich euch dann nochmal gesondert zeigen würde. Jetzt, wie haben wir das Ganze gebaut? Und zwar wie folgt. Ich habe hier unten Half Slabs drin, also so Halbsteine. Einfach nur damit hier dann später keine Zombies mehr drin spawnen können, wenn ich hier drin bin. Dann brauchen wir dann ganz klar unsere Redstone Torches, die wir entsprechend hinten an den Teilen anbringen wollen müssen. Wie ihr jetzt gehört habt, sind die jetzt ausgefahren, die Pistons. Da wir das aber nicht wollen, graben wir uns hier hinten noch ein wenig rein. Hopp, so, so. Dann müssen wir eins als Repeater machen, da wir sonst Probleme kriegen mit der Torch hier vorne. Dann
Hopp, fahren wir das aus. Legen unseren Redstone. Graben uns einmal nach hier hinten weiter. Und graben von der anderen Seite dem mal entgegen, so dass wir entsprechend auf einem Niveau sind. Sind wir schon. Hopp. Und zwar müssen wir dann hier noch ein wenig lang legen. Hier. Das brauchen wir nicht. Hier kommt ein Stein hin. Stein. So. Das hier hinten ist wieder ein Inverter, der uns unseren Block nochmal invertiert. Hopp. Hopp. Ich hoffe, wir haben genug Redstone. Ja, fast. Jetzt brauchen wir noch einen Redstone-Torch und dann sollte das eigentlich schon funktionieren. So, und die kommt jetzt dahin. Ist aus, das heißt invertiert und jetzt so fahren die sich wieder zurück, genau. Ja, wie gesagt, ich habe noch keine Slimes gefunden, deswegen ist das hier noch ein wenig unvollständig. Hopp. Genau. Hier können wir dann quasi soweit erstmal wieder zubauen. Wir müssen hier hinten nicht weiter dran. Hopp. Hopp. Das Einzige, was wir nochmal ändern müssen, ist dann spätestens mit der Glock das Ganze. Hier hängen wir noch ein paar Torches hin und dann machen wir hier auch wieder zu. Dann zeige ich euch, was ich sonst noch so gebastelt habe bisher, in der Zeit, in der ihr nicht da wart. Hauptsächlich bestand meine Beschäftigung in der Zeit, als wir nicht zusammengespielt haben, darin zu meinen, weil ich das als eine Angelegenheit finde, die ich nicht unbedingt online stellen muss, weil es sehr langweilig ist, wenn ich 1 oder 2 Stunden nur durch Gänge laufe und Schächte aushebe. So, gucken. Wir müssen das, sollten das so hinkriegen, dass hier möglichst keine Mobs mehr drin spawnen. Hier leuchte ich allerdings nochmal aus, weil wir hier nochmal rein wollen. Um dann später die Glock zu erstellen, wenn wir dann endlich mal 8 Slime Balls gefunden haben. Genau, das lassen wir mal. Hier ist genug Licht, genau. Zur Sicherheit machen wir hier mal unsere beiden Teile hin. Hopp. Genau, dann will ich mit euch auf jeden Fall jetzt noch ein Enchantment Table bauen. Dazu brauchen wir unseren Obsidian, den ich dabei habe. Hopp. Und dann gehen wir hier hin. Ich habe jetzt auch endlich rausgefunden, wie man Trapdoors bastelt. Hab schon welche angebracht. Da hinten ist ein Skelett. Wieso spawnen hier eigentlich andauernd Skelette? Beziehungsweise vielmehr, wo kommen die her? Wahrscheinlich von da hinten irgendwo. Ich habe keine Ahnung. Ich bin der Meinung, ich habe hier schon alles sehr gut ausgeleuchtet. Sie kommen trotzdem immer wieder. Sollte mir zu denken geben, vielleicht ist hier irgendwo ein Skelettspawner oder so in der Nähe. Okay, wie dem auch sei, wir gehen weiter hoch. Da muss ich mir auch noch mal was anderes einfallen lassen. Hier ist eigentlich auch alles ausgeleuchtet. Ja, ich habe weiterhin die in den Video-Settings auf Brighten gestellt. Ich stelle das mal zumindest ein wenig wieder runter. Back to Game, damit es so, ja, genau, hier ist meine Trapdoor. Hopp. Wunderbar. Dann hier rüber. Und dann geht's hier lang. Ja, ich esse in letzter Zeit irgendwie, habe ich unten beim XP-Farmen fast
mehrere Stacks, 2, 3, 4 Stacks an Zombiefleisch gefunden, deswegen esse ich in letzter Zeit sehr viel Zombiefleisch. Dann können wir hier noch mal. Dann habe ich hier ein paar Half-Slabs, die wir natürlich auch hier hinsetzen. Nein. Okay. Ja, das ist was, was wir auch noch machen können. Hier rüber den Weg fertig bauen. So. Viel mehr, was ich euch zeigen wollte, ist einmal hier drinnen haben wir jetzt sehr viele Kürbisse. Da bauen wir uns auch noch eine automatische Erntemaschine. Ich habe da schon mal ein paar Versuchsaufbauten gemacht. Oh, so schnell geht das. Ein paar Versuchsaufbauten gemacht im Creative Mode auf einer anderen Karte, die alle sehr vielversprechend aussehen. Und zwar habe ich Folgendes gemacht. Bevor ich euch das zeige, bauen wir erstmal fix unseren Enchant. Ah ne, haha. Wir gehen erstmal schlafen und dann zeige ich euch den Enchantment Table. Und zwar habe ich dazu. Oh, ich hab's, glaube ich, mal ein wenig leiser gemacht. Habe ich dazu hier drüben angefangen, mir einen kleinen Balkon hinter mein Netherportal zu bauen. Und ich glaube, man sieht's da unten schon leicht. Habe ich angefangen, Zuckerrohr anzubauen. Außerdem habe ich mir ein Dropfall hier nochmal hingebaut, der mich hier ins Wasser katapultiert. Ich weiß, ich glaube, das kann man auch um einiges effektiver gestalten, als ich das hier jetzt mache. Aber mir reicht das im Moment so erstmal. Oh, da ist noch eine Spinne. Ich glaube, davor sollten wir keine Angst haben. Sollten wir uns vielleicht nochmal die und die Höhlen angucken. Well. Einer meiner Mitbewohner ist gerade gekommen. So, mit dem verschwinden wir jetzt hier hinten wieder drinne und bauen uns ein paar Bücherregale. Und Bücher vor allem. Bücherregale ist erstmal nicht so wichtig. Genau, ich habe mir hier noch einen kleinen Mechanismus hingebaut, dass die Tür automatisch schließt. Dazu ist hier drunter einfach nur Redstone gelegt, sodass die Tür automatisch aufgeht, zugeht. Können wir mal hier runter gucken, genau. Geht hier außen rum, feuert da das Teil an und gut ist. Stone Slab. So, okay, Bücher. Und zwar brauchen wir dazu erstmal Buchseiten. So, hopp. Hopp, hopp, wunderbar. Dann bauen wir uns mal hier unten noch eine Truhe hin, wo wir die Sachen zwischenlagern können. Truhe. So, wunderbar. Und Melonen. So. Ja, mit den Melonen habe ich dann nachher auch noch vor, eine kleine. So rum. Nein, dann war es. Ich muss ja erstmal Bücher daraus machen, bevor ich ein Bücherregal machen kann. Mein Fehler. Hop, so, hop, hop. 10, 12, 13, genau. So, ein Buch brauchen wir, das legen wir mal beiseite. So, jetzt kann ich mir vier Bücherregale daraus machen. Hopp. Oh, ja, vier Bücherregale. Nicht ganz. Mir fehlen noch ein wenig Holz dafür. Egal. Lassen wir es erstmal bei 2 gehen. Weiter hier hoch. Ich glaube, hier oben müsste ich noch ein wenig Holz haben. Hier ist spawnen auch irgendwo Zombies, aber egal. Dann können wir uns unseren Enchantment Table bauen, indem wir ein Buch hier oben reinlegen.
So, und unsere beiden Diamanten da hinsetzen. Wunderbar. Ja, den haben wir auch dabei. Ich dachte mir, wir bauen hier hinten unseren Enchantment Table hin. Dazu kommt der hier in die Mitte. Oder hier hin. Ich glaube. Nee, doch, hier hin. Wunderbar. Und dann können wir hier außenrum alles mit Büchern vollstellen. Müssten dann in der Lage sein, unsere Sachen zu enchanten. Genau. Wunderbar. Mehr Holz.